Fünf Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche haben Politiker und Angehörige von Opfern an die Schreckenstat erinnert, die 13 Menschen das Leben kostete. Dutzende wurden verletzt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier räumte am Sonntagabend bei einer Andacht in der Kirche Fehler des Staates ein. Meine Damen und Herren, wir müssen uns eingestehen, der Staat hat sein Versprechen auf Schutz, auf Sicherheit und Freiheit nicht einhalten können. Er steht in ihrer Schuld, in der Schuld der Opfer, der Verletzten und ihrer Angehörigen. Steht auch in der Pflicht, die Fehler, Versäumnisse und Probleme auszuräumen, die dazu beigetragen haben, dass dieser Anschlag nicht verhindert werden konnte. Am 19. Dezember 2016 war ein islamistischer Terrorist in einen gewaltsam entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gefahren. Der Attentäter floh nach Italien, wo er von der Polizei erschossen wurde.